Guten Tag und herzlich willkommen zusammen mit French Elite. Hallo. Moin, moin. Und ja, Frenchie spielt French Elite und ich schaue ihm zu gegen Big Boon. Und das Ganze wird auch von der Gegenseite kommentiert. Wir sehen es hier von Taube, Verrock und Fnatic, das Ganze zu finden bei CEO. Ja, hast du schon Angst vorm Spiel? Ja, ich habe schon schwitzige Hände ohne Ende. Also, ich weiß gar nicht, ob ich die ersten Bio-Sitzen bauen kriege. Ich hoffe mal. Naja, eine richtige Scheißkarte, aber ich finde sie interessant, weil sie schön aussieht und als guter Spieler muss man da auch mal spielen können. Ja, Problem ist, die Karte habe ich noch nicht allzu oft gespielt. Das Achso. war mal die ich abgewählt habe. Aber ich denke mal, Big Boon hat da auch nicht unbedingt so viel Ahnung. Naja, der ist ja fast wieder ausgeglichen. Ja, nur gut. Flanken brauche ich ja nicht, ich bin ja kein Ami. Naja, wenn es jetzt nicht laggt, das wäre richtig stark. Also ich meine, wir sind jetzt wirklich hier 6 Leute drin, das ist schon ein bisschen heftig. Der natürlich fies von der Granaten spielt. Ja, heftig Heavy T1. Oh, es laggt nicht. Sehr schön. Und du spielst Wehrmacht. Sehr schön. Von oben. Wohlgemerkt. Ja. Ja, hast du dann hier vor, links unten, da hier hinzugehen, oder? Ja, genau. Okay. Der erste Pio-Cap, das hier. Aha, das ist schön. Und mit dem Pio-Cap dann halt den die Zehner. Naja. Gehst du wahrscheinlich gleich T2 oder gehst du auf T3? Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Naja, Je stimmt. nachdem, wie sich das Spiel entwickelt. Ah, oh, sehr schön. Mit 2 Pios wird das T1 gebaut. Das gefällt mir immer sehr gut. Das sieht man viel zu selten. Ja. Ist passt dann von den Ressourcen oder ist dann, muss ein bisschen, er muss ein bisschen warten, okay. So ganz kleines bisschen, ich habe es jetzt wirklich bei 280 Manpower gebaut, also ich baue zuerst einen Volks. Ich wünsche dir viel Glück. Ja. Sehr freundlich. Boon hat den großen Vorteil, der braucht nicht quatschen, für den wird gequatscht. Oh ja, das stimmt. Aber jetzt geht's noch, also du musst dann wahrscheinlich übernehmen, wenn dann große Gefechte laufen. Dafür bin Dann. ich schließlich da. Genau, dann bin ich immer recht still. Naja, das. Ja, ich merke es, wenn ich selber was live aufnehme, dass es irgendwann mal ein bisschen an die Grenzen geht. Ja, beim allerersten Spiel gegen Zigeuner war es bei mir so. Ich glaube, habe ich auch nicht mehr viel gelabert. Also, ich habe es mir jetzt noch nicht angehört, aber kannst da Naja, nicht sagen. kann ich verstehen. Spielst du Volks-MG oder Volks-Volks? Ich auch gerade drüber nachgedacht, aber ich denke mal, ich werde Volks Sniper MG spielen. Ja, ist auf der Karte definitiv nicht verkehrt. Naja, die linke Seite scheint ja mal ganz gut, die hier Ah, Support. nein, 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 vergessen, Volks zu bauen. 16 Manpower drüber. Ja, Das das. versuche ich dann immer noch zu verbessern. Ja, klar, man kann immer was verbessern, also so ist es nicht. Oh, ich sehe schon, Boon geht auch links. Da kommt auch gleich der Rifle. Ja. Eklig. Naja, muss Pio zurück. Du hast ja auch keine kämpfende Einheit, nur Pios. Ja. Na, muss halt mit dem zweiten Volk sein. Oder hol es einfach. Ja, schön zugetradet. Perfekt. Natürlich super, dass sie sich auf die andere Seite gedrahtet haben, die Vollidioten. Ja, da waren 2 Mann standen auf der einen Seite und dann haben die sich drüber gebeamt. Ja. Aber, na gut, was macht denn der andere Mann jetzt? Gute Frage. Guck dir den Mann da an. Was macht der? Schreit. Was zum Teufel? Zu wem gehört er? Der gehört zum Volks oben. Okay. Ja, super. Ich habe jetzt wieder mit Bugs zu kämpfen. Ich sag nur COH. Ja, ich sag nur Steam-Edition. Ja, definitiv. Also sowas habe ich da vorne nicht erlebt. Ich auch nicht. Aber jetzt rennt er wieder zurück, oder? Ne, jetzt rennt er außen rum. Nee, der rennt wieder zurück. Der rennt jetzt hier ganz alleine durchs Schlachtfeld und zwar hier ist, kommt jetzt gleich durch. Ah, vergessen Sniper zu bauen. So, du hast hier. Ah, da kommt der Volks. Sehr schön und. Ja, den kannst du erstmal zurückdrängen. Ja, schön in Deckung gehen. Sehr schön. Klappt aber auch nicht so Da richtig. unten der Pio, da Jo. kannst du in Deckung gehen. Kann Sehr gesehen. schön. Sehr schön. Wobei, da kassierst du ordentlich. Ich glaube, du musst dich bald zurückziehen. Der Pio. Ach, meinst du Pio-Kampf unten? Mhm, genau. Ja. Ja, das ist auch so toll, weil die immer aus Deckung rauslaufen. Das nervt mich immer. Scheiße. Oh Gott. Den hat schnell gefixt. Das waren noch zwei Mann und die hat's mir jetzt sofort weggerotzt. Oh, ist ein Pio draufgegangen. Ja. Ja, ich sehe es noch. Ein Pio. Oh, der zweite Rifle. Oh, Ja, das sieht verdammt schlecht aus. oh. Ja. Ja, jetzt kommt dafür der Sniper, der reißt dann alles nochmal rum. Ja, hoffentlich. Problem ist nur, den kann ich jetzt auch nicht vorbewegen. Ja, und da wird auch gleich der Zehner gekappt. Ja, der kann immer mal ein bisschen schießen. Jetzt ist er jedenfalls mal vorgewarnt.
Naja, wissen, dass die rechte Seite lässt er völlig außer Acht, weil da hat sich jetzt wahrscheinlich Big Boon reingesetzt. Naja, Ja, da kommt er schon ne, auf ich uns. gehe jetzt mit dem hier bisschen Pios abfangen. Ja, das ist gut. Weil mehr kann ich mit dem Moment nicht machen. Ja. Ja, ist schon erfolgreich. Mann, jetzt erfrischt doch den letzten Mann auch noch auf. Gibt's gar nicht. Ja, jetzt kannst du endlich wieder mit dem Sniper ein bisschen offensiver vorgehen. Ja, und jetzt kommt das MG noch hinterher. Was machen? Ja, Weiß nicht. sehr schön. Ja, Pio gefuckt. Das ist immerhin von Pionieren her mal ausgeglichen. Oh, da kommt der Rifle. Ja, schnelle Entdeckung. Ja. Wie doof, dass der Sniper vorläuft. Pionier nachbauen. Er hat Deckung, habe ich Deckung. Ich glaube, ich renne mal rum. Oben. Ja, sieht gut aus. Ja, als MG, Volks und Sniper, das ist Combined Arms pur. Hoffentlich wirkt's auch. Naja. Oben sieht es natürlich wieder doof aus. Ja, wenn halt zwei. Der Vorteil ist dafür, dass halt unten weniger Kampfkraft ist. Hoffentlich. Du musst ja wissen, dass du musst hier beide Cutoffs sichern, oder? Du weißt das. Oh, nein, 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 bitte nicht. Oh, drei Rifles. Ja, Volkswehr. Oh. der kommt raus. Das wäre ein bisschen scheiße, wenn der jetzt Scheiße, kommt. scheiße, scheiße. Ah. Oh. Kacke. Ja, Oh, wieso das der gibt's ist nicht. noch gepinnt so. Oh, von hinten Flamer. Ah, der Hat mir Sniper. fast einen Volks gekillt. Ja, und Sniper fast. Ja, einen Sniper meine ich ja. Ach so. Ja, jetzt hast du immer. Ja, das sieht jetzt auch gut aus. Ja, das war eklig. Das gibt wieder harte Kritik. Ja. Aber es war doch gerade noch so. Also Ja, das. bis auf Map Control sieht es eigentlich gut aus. Ne, ist die Mine. Sehr schön. Ja, toll. Jetzt müsste ich mir eigentlich direkt mal Verbandsmaterial ausgeben, dem Sniper. Ja, definitiv. Was brauchst du denn da? Da brauchst du da den T2-Tag, dann hast du schon, Ja, oder? T2. Ja, Oh alles nee. von Minen. Der soll nicht gefuckt werden. Oh, der Pew da oben. Ja, der kommt noch raus mit 1% HP, der läuft nur noch Spine. Ja. Mehr als. Oh, scheiße. Nein. Einen Hast du zweiten gar. Pew gefuckt. Ah, einen hast du ja noch, okay. Aber du hast ja einen nachgebaut, das heißt, du hast im Prinzip zwei Pios verloren. Ja. Naja. Das Echt eklig. Problem ist das Ressourcen, würde ich sagen, weil du bekommst keinen Treibstoff rein. Ja. Ich glaube, ich muss wirklich T2 bauen. Ich habe nicht mal Fuel für T2. Oha. Na, ja, das ist Ich habe natürlich jetzt schlecht. 14 Fuel und krieg auch nur 5 rein. Oh. Ja, sehr schön. Das MG hier. Ja. So, der Volks kommt Wunderbar. gleich wieder zurück. Ja, auch die Mine ist ausgelöst worden. Sehr schön. Hat, glaube ich, sogar vier Mann gekillt, wenn ich es richtig gesehen habe. Jeden Fall gut. Ja, jetzt, genau, jetzt noch mit dem Pio den 10er oben. Dann hast du plus 20. Hast du einen Vorteil. Nee, dann ist es ausgeglichen. Naja. Aber schon dreist, dass er hier oben einfach alles weghabt. Das ist echt. Ja. Autsch. Eine Mine an den Stuhl gelegt. Oh, na, ich sehe es gerade. Solange da nicht noch eine Mine liegt, ist es ja in Ordnung. Was hast du jetzt mit dem Pio davor? Mine oder was? Ach nee, da ist er noch ein 10er. Ja, ne, passt. Achtung, Flame über links. Ja. Updates, ja. Ja, den Flamer, den kriegst du noch. Ja, das. Ah, schade. Sniper, 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 Sniper. Ah, ich krieg den nicht gedrückt. Das ist ein Mist. Ja, schade. Doch, doch, doch. Hast noch. Nein, Ja, hast. nichts! Oh, fuck! Oh, das war ein Oh Full-Unit-Kill. Gott! Und der zweite, der kommt noch raus. Sehr gut. Hey, Scheiße! was war das gerade? Verstehe Der jetzt hat auch nicht. gerade eine Nade geworfen gehabt. Ach so. Oh, da hatte ich schon Nades. Das sieht nicht gut aus. Nee. Wobei noch ist nichts verloren. Also Map Control hast du jetzt immerhin mal links ein bisschen was und kannst jetzt wahrscheinlich gleich T2 bauen. Naja, T2 kann ich jetzt bauen. Problem ist nur, ich muss noch auffrischen und ich habe mir jetzt noch einen Sniper gegönnt. Ja, das ist gut. Auf die schön auf Entfernung halten. Ja.
Ich hoffe einfach mal nur, dass er keinen M8 spielt. Hat mir im vorletzten Spiel das Genick gebrochen. Oh, du musst halt Munition horten für Panzerfäuste. Ja. Und dann halt immer schön drei Volks im Blob laufen lassen. Oder zwei zumindest. So, die können wir davor, die können wir davor. Ja, lass mal den Kopf stehen. Ja, da kommt der zweite Sniper. Sehr nice. Hast du jetzt eigentlich von den anderen? Wo ist denn der andere da? Oh, das könnte ein Volksfug gehen. Naja, ein Dingsfug. Riflefug, aber naja. Gerade Nee. noch so. Das war echt Glück. Ah, es ist Heal Package für deinen Sniper ausgegeben, oder? Habe ich vorhin schon gemacht gehabt. Ja. Sieht nämlich wieder etwas gesünder aus. Ja, zum Glück. Naja. Oder Wissen, das hast du eigentlich vor, hier irgendwie mal zu traten oder so? dort zu drahten. Idee. Ah, da ist ja der Rifle. Weil da kommt er halt aus der Basis dann nicht mehr raus. Außer da kommt er nur noch Los, unten wirf eine raus. Granate, wirf eine Granate. Jawohl, danke. Es gibt aber noch einen. Ne, es gibt keinen. Jetzt kommt der zweite Volksherrscher. Und die. Oh, beide Sniper. Das ist die Frage: Bringt er schnell eine M8 oder geht er auf WSC? Also wenn er mir jetzt einen schnellen M8 vorwirft, dann habe ich ein großes Problem. Ja, das stimmt. Weil du hast auch hier keine Minen mehr, das sehe ich gerade. Ja, die hat er mir alle ausgelöst. Ja, das stimmt. Naja, gut, T2 geht ja hoch. Was bringst du denn, Grenadier mit Panzerschreck? Erst aha, Einheiten im Pack. Ne Pack. Ja. Beim nächsten Angriff kannst du dann noch deinen Sniper dann wieder tarnen. Oh, die Volks. Sehr schön. 0% HP. Ganz, ganz knapp. Aus diesem Grund liebe ich COH. Ja. Boah, die hauen ja ordentlich rein. Achtung, Rifle rechts. Ist kein Problem. Ja, der wird sogar gleich gepinnt. Ja, also ich denke mal. Oh, da, Flamer, Flamer, Flamer. Ja, aber ich denke mal, da bisher konstante Stellung. Ja, wenn du jetzt noch den Zehner da eroberst und erfolgst, dann hast du zumindest mal ausgeglichen. Ja. Aber ich denke mal, Treibstoff hat er jetzt ein bisschen zu viel bekommen in den letzten paar Minuten. Da legt man eine Mine. Ja, ich sehe es. Na gut, hast du wahrscheinlich eh nicht davor, vor, da hochzugehen. Nee, nicht unbedingt. Muss nicht sein. Oh, jetzt habe ich hier gerade irgendwas umgeschmissen. Nächste So. Einheit ist ein Half-Track bei mir. Einfach damit ich vorne auffrischen kann. Ah ja, das ist natürlich cool, weil du hast eine relativ schöne Stellung hier. Ja, das ist eine gute Idee. Du kannst auch in den Pio reinsetzen und ein bisschen Unterstützung geben. Vor allem auch, wenn das MG flankiert wird. Da mir oben weg, aber da bin ich nicht unbedingt gewillt hinzugehen. Ja, er hat es, glaube ich, den Cutoff jetzt nicht gecapped. Also, er hat angefangen, aber hat es doch sein lassen. Vielleicht. Ah, jetzt. Ja, klar. Hab ich mir schon Und da bin gedacht. ich weg. Naja, hast du ja rechtzeitig gesehen. Ja, da ist der Half-Track auch schon da. Das ist eine gute Entscheidung mit dem Half-Track, definitiv. Ich hoffe es. Ja, ich denke schon. Aber Also, wenn du jetzt. jetzt kommt die ganze Zeit nichts von ihm. Das macht mir ein bisschen Angst. Also, mit dem Treibstoff in den zwei Zählern. Dann würde ich schon behaupten, dass da irgendwas. Oh, da oben ist ein. Oh, ein Sherman in deiner Basis. Du ein Sack. Oh, Alter, damit hätte ich jetzt. Also, damit hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet, ganz ehrlich. Ja, ich aber auch gar nicht. Ja, dann kannst du die Pack zurückbewegen und vielleicht die Volks mit Panzerfäusten. Genau, meine Idee. Und was kommt ein Grenadier? Ja, der kommt zumindest noch rechtzeitig raus. Nee, kein Grenadier. Oh, ja, Ah, oh. auf Map. Ich glaube, du musst abbrechen. Er kriegt der wird kriegt man ja wieder raus. Ach so, okay. Ah, oh, T2 zerstört, das ist echt fies. Ganz ehrlich. Das ist richtig fies. Und jetzt fährt er wahrscheinlich wieder raus und du kriegst ihn nicht mehr. Naja. Nummer sicher. Ja. Das ist einfach nur heftig. Das wär perfekt, wenn es hier irgendwie Ding liegen würden. Obwohl, den kriegst du vielleicht noch. Jetzt mit zwei Volks, einer links, einer rechts. Oder beide rechts. In die Seitenpanzerung rein. Ja, der fährt zu so schnell raus. Dafür müsste er Motorschaden kriegen. Nee, kriegt Ja. er nicht. Ja, oder du versuchst irgendwie dann hier hinzulaufen und den dann noch zu bekommen, wenn das Mist. sich jetzt so blöd Ah. dreht. Gerade ein Pio verloren.
Ja, gut. Ja. Da müsste jetzt wirklich Motorschaden kommen, das glaube ich nicht. Naja, da kannst du für die vier Rifles noch dir holen. Oh, das gibt einen Riflefuck. Das gibt einen Riflefuck. Jawohl. Na gut, T2 verloren, Rifle verloren. Oh, Großangriff da jetzt. Ja. Scheiße, scheiße, Wow. scheiße. Oh, der Sniper, der Sniper. Ja, sehr schön, die kommen beide Kacke. raus. Nee, der vordere kommt nicht raus. Ja, und wird eins von Ding. Scheiße. Nein, nein. Noch ein Schuss, komm. Ah, oh, das ist unglücklich. Und der Pio mit Flamer. Oh. Dein Och Hafen, Gott. das ist echt jetzt mies. Wow, wow, wow. Wenn du jetzt wenigstens noch den Sherman bekommen hättest, dann wäre es noch gut, aber. Ja, aber so. Ja. MG fast gefuckt, Sniper gefuckt. Kannst du gleich auf T3 gehen oder wie sieht's aus? 90 Fuel. Ja. Wahrscheinlich jetzt ein Stuck oder so ist nicht verkehrt. Oder Puma mit Abgun kann man auch spielen. Ah, kack, ich hab unten Volks vergessen. Scheiße. Naja, kannst du immerhin dann den zweimal Pio. Vielleicht läuft er noch in der Mine, das wäre lustig. Naja, gut, T2 nachgebaut, das ist auch okay. Was kommt da jetzt ein Grenadier mit Panzerschreck, oder? Oder bringst du noch eine Pack? Ich bring noch ne Pack. Aha, ja, ist auch okay. Viele Volks hast du jetzt. Eins, zwei, drei Feuer. Stück. Drei. Oh ja, gut gegen den. Ja, ziehst du dich gleich zurück, sehr schön. Na, jetzt capt er hier dein Zehner. Oh. So. Aber ein Sniper verloren, das ist scheiße. Naja, aber es verlagert sich das Ganze wieder auf die rechte Seite, das ist nicht schlecht. Und die. Was kommt jetzt aus seinem T2? Kommt da wahrscheinlich. Kommt da noch ein Grenadier oder was? Oder kommt das echt ein Grenadier? Naja, hoffentlich. Grenadier kommt. Ah, okay, passt. Ja. Grenadier mit Panzerschreck, hoffe ich doch mal. Ja. Sehr schön. Ich find's lustig, dass sich jetzt auf die rechte Seite verlagert. Das ist echt cool. Ja, ich brauche eine Oh, da kommt der Alternative. Sherman. Sherman über die Brücke. In die Base rein, in die Base rein. Hey, wake up. Ach man, nervig. Kriege ich. Jo, ja, definitiv. Wenn jetzt der Schreck noch kommt. Ja, der ist jetzt gefangen, der ist jetzt gefangen. Boah, das schießt mich kaputt. Ja. Naja, muss vielleicht nachher mal eine Mine legen in deiner Base. Ja, glaube ich auch. Da oben kommt ein zweiter Sherman. Jawohl, Panzerschreck. Jetzt komm, schieß, schieß, schieß. Die Heckpanzerung. Ja, okay, das ist natürlich jetzt scheiße. Oh man, und da ist ein zweiter Sherman, da hast du recht. Oh, drei. Ne, zwei Flamer. Oh, das ist natürlich heftig. Na, ich glaube, den Sherman, den kriegst du nicht mehr. Nee. Ja, das ist aber echt ärgerlich, dass der mit so wenig, also ein Schuss und das wär's dann. Ja, das MG lohnt sich definitiv. 7 Kills von MG, nicht schlecht. Ja, aber ich bin gerade recht überfordert, muss ich sagen. Ja, kann ich verstehen. Also vor allem dieser dreiste Sherman, das ist echt der Hammer. Bei den Schirmen die ganze Zeit immer noch fahren, das ist psychologisch recht schwierig. Oh ja, ich höre den auch irgendwo links unten. Naja. Wissen, das willst du mal hier drahten, das wäre auch ziemlich fies. Allerdings gegen Sherman bringt es wahrscheinlich nichts. Oh, da ist der Sherman, da ist er. Aber das ist neuer, auch zwei Sherman, das ist echt heftig, du. Meine Güte. Ja, oh, gleich wieder zwei Kills gemacht. Naja. Naja. Ist halt zu mobil, der Sherman. Ja. Und jetzt Kommt auch man noch einfach nicht Sicht ran. weg. Ja, jetzt auch noch Sicht weg. Das ist schwierig. Na, naja, jetzt mit dem Panzerschreck. Ja, komm, pack, schieß, schieß, pack. Scheiß Pack. Vielleicht musst du den Pack drehen oder. Ja, machst du, perfekt. Ja. Wenn jetzt Motorschaden ist, wäre natürlich perfekt, aber das glaube ich nicht.
Hab ich auch nicht. Oh, Oh, Ranger, Ranger, Ranger. Dein Ranger. Zwei-Mann-Trupp musst du mal zurückziehen. Ah, zwei Mann, zwei Mann. Ja, Flame aus. Au! Nein. Da, der kommt noch aus, sehr schön. Flamer lohnt sich jetzt schon. 5 Kills. Hammer. Ja, da kommen noch Rifles. Da will noch jemand sterben. Oh, du hast dann dein Dings verloren, dein HT. Ja, das ist schon ein bisschen tot. Ah, nur ein bisschen. Pack, bleib stehen, bleib stehen. Ah, ich habe Angriffsbefehl gegeben und deswegen. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen problematisch. So, ich gehe jetzt auf T4 hoch. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Ich habe 5 CP. Ja, ich habe nur keine Ahnung, was ich spielen soll. Ja, gegen die Shermans, ich weiß auch nicht, Stoßtruppen, aber ich denke mal nicht, dass du so viel Munition hast. Ich weiß nicht, Death Dog könntest du gehen und einen Bunker bauen. Müsst halt irgendwann mal versuchen, den hier, dass der Armee nicht zu so viel Treibstoff bekommt. Ja, mache ich mich gerade hin. Sehr schön, sonst gibt es noch einen M10-Spam oder vielleicht sogar einen Ding-Spam, einen Sherman-Spam. Naja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er auf Tank Dog geht. Ja, kann ich mir bei zwei Shermans auch gut vorstellen. Ja, vor allem kein T3, kein WSC, keine Upgrades außer Granaten. Meine Einheiten aus der Basis wieder vorbringen. Ah, das. Wenn jetzt die Minen entstehen würden. Ja. Sniper muss ich auch zurückziehen. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte Nee, nicht der kommt sterben. noch raus. Der kommt noch raus. Ist ein guter Sniper. Oh, W2, scheiße. Na gut, gegen Sniper ist ja okay. Oh, da ist der Sherman. Oh, der kommt. Oh. Gleich Oh, der läuft. zwei. Der läuft noch durch die Rifles durch. Das Und ist jetzt natürlich. ziehe ich mich gerade komplett zurück. Oh, no, Base. Oh. Was ist das? Zwei Shermans und das T2 wird abgerissen. Und deine Sniper, die sterben. Definitiv. Nein! Oh, nein. Kann ich denn jetzt spielen hier auf die Schnelle, was irgendwas Oh, Gutes bringt? Granate. Zwei Granaten. Jetzt reicht's aber mal mit Granaten. Boah, was der Sherman hier abschnetzelt. Oh, wenn jetzt dein Panzerkredit noch drauf geht, dann hast du ein Problem. Oh, Motorschaden, die Packe oben, die kannst du. Oh, jetzt ist sie tot. Scheiße. Kriegt die Sherman jetzt aber nicht tot. Das ist ja echt scheiße. Ich meine, hallo, die haben, was weiß ich, vielleicht noch 20% HP, noch einen Schuss. Ah, das ist echt nervig. Und der, also irgendwie, dann T2, ich denke mal, dass du gleich auf T4 gehen kannst, oder? Ja, wenn ich jetzt noch Pios hätte, muss ich erstmal nachbauen. Das ist die Voraussetzung für jedes Basisgebäude. Ja. Das ist scheiße, das hast Pack verloren. Er muss die andere Pack mit hoch, habe ich keine mehr an der Basis. Ja, das stimmt. T4, da müsste ich dann Panther raushauen. Problem ist nur, ich kriege nur noch 16 Treibstoff, 6 CP. Ich glaube, ich gehe auf Tiger. Ja, das kann man sich durchaus überlegen. Vor allem gegen die Schirme, das ist dann was Mobiles, Ja. was mehr standhalten kann. Ja. Sniper hat er mir auch noch getötet. Ja, das war natürlich da. Es sind, glaube ich, sogar zwei Truppen draufgegangen, irgendwie. Ja, der Pio. Ja, und der Sherman. Theoretisch können sie ja die Pack bemannen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Ja, der Sherman ist einfach krass. Der macht wirklich wahnsinnig viel Schaden. Das ist einfach. Boah. Die Packen schießen auch daneben. Das ist Pech kombiniert mit der Game Engine. Naja, immerhin Kann man ist es T4. wenigstens T4 ist die Pack wenigstens. wieder. Gehst du was auf den Tiger oder holst du aus dem T4 noch was? Wenn ich was aus dem T4 kriege, hole ich mir was aus. Nein. Oh, halt nur noch 4 Mann zum Besetzen. Ja, das ist halt kritisch dann, wenn der eine Mann dann noch stirbt. Oh, da ist gerade eine Mine hochgegangen. Ja, jetzt sind sie mir oben in die Mine gesprungen. MG noch schnell drehen. Ich habe hier noch Mun. Ah, ich sehe es gerade. Da. W2. Aber der hat kein Leben mehr. Wie ist denn das MG? Ach ne, das Oh, ist schief. Granate. Ja, gut, die kommt nicht ganz so gut. Naja, jetzt aber die deutsche Übermacht hier. Und die bewegen sich auch noch. Oh, was? Oh, 50 Punkte? oh, oh. Achtung, Granate. Oh, ich wollte auch gerade eine werfen. Da muss ich jetzt ja genau zurückziehen. Tja, da musst du auf die Victory Points gehen. Vielleicht in der Mitte noch den sichern. Ja. Vielleicht mit dem Volks in der Base. Nö, Und dann. das kann man vergessen. Stu 42 ist gut.
Ah, jetzt musste sich noch zurückziehen, wie ärgerlich. Und der Sherman kommt auch noch. Boah, ey. 29 Punkte, ey. Oder nach links unten, ja genau, dann folgst noch. Jetzt wird nicht mehr retreated. Ne, jetzt wird nicht mehr retreated, ne, das kannst du vergessen. Naja, jetzt kommt die. Jetzt die Stu kann dir noch einen Full Unit Kill erzielen. Naja, schade. Ja, die heldenhafte Stu noch. In die gepinnten Einheiten rein, jawohl. Naja. Das sind jetzt auch noch 11 Punkte. Ah, das wird Scheiße, da bin ich nicht mehr. Ach, das war jetzt wirklich nervig. Nicht. Ja, 3 Punkte, 2 Punkte. Ja, das war's dann. Ja, nein. Schon mal eine Mine auch noch. Oh Mann. Ja, das war's dann. Ja. No chance. War kein Glanzspiel von mir. Nee, definitiv. Aber es war jetzt auch nicht schlecht. Also, aber ich finde die Shermans, also es war wirklich sehr viel Glück für Big Boon. Also, also eigentlich hätten alle beide drauf gehen müssen. Also für mich kam es ja zeitweise mal so vor, als wären das 3 gewesen. Das sind 3, guck mal, das sind 3. Was? Rechts steht einer und dann 2 in der Mitte. Ah, okay. Ja, dann waren es doch 3, ja. Ja. Ja, und dann natürlich die ganzen Ranger, 1v2-Trupp, Flamer, die waren auch ziemlich heftig. Ja. Aber wie sie auch alle mit einem HP, mit einem Mann und 0 HP rausgekommen sind. Ja, aber ich find's auch irgendwie heftig, dass er zweimal dein T1, dein T2 zerstört hat. Ja. Das ist schon ein bisschen arg dreist. Naja, es ist ja auch recht teuer, also 25 Fuel und 220 Manpower. Also Manpower hatte ich eigentlich meistens genug, nur am Fuel hat's mir gefehlt. Naja, du hast auch stellenweise nur einen Zehner gehalten, während er halt 3 Zehner hatte. Ja. Naja, gut. Ja, aber es war definitiv ein spannendes Spiel, auch wenn es, ja, war halt, aber wirklich ziemlich glücklich. Also, während die Shermans hier gestorben, hättest du deutlich bessere Chancen gehabt. Ja, ich denke mal, wenn der erste Sherman gestorben wäre, dann wäre das doch besser verlaufen, beziehungsweise, dass mit dem Sherman direkt in die Basis gegangen ist, das war halt, ja. Also, wenn da vielleicht eine Mine, in der Zukunft muss ich mir auch angewöhnen, die Minen einfach mal in die Base zu legen, falls mal sowas kommt. Und dann wär's halt Motorschaden und dann Depack, das wäre besser. Problem ist nur halt, bei Bo Lowlands ist die Basis so offen, da müsste man so viele Minen legen. Das stimmt natürlich. Um dann eine Chance zu haben, irgendwas zu reißen. Ja, das ist halt wirklich bei der Karte, dass es wahnsinnig offen ist und naja gut. Aber es hat jedenfalls Spaß gemacht und es ging, glaube ich, jetzt auch immerhin 24 Minuten, 25 Minuten, also ist natürlich nicht lang, aber immerhin kein so ein 10-Minuten-Spiel. Ja. Naja. Ja, dann muss ich noch Big Boon viel Glück für die nächsten Runden wünschen. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist ja im Halbfinale. Ja, jetzt ist er im Halbfinale. Genau. Ich bin mal gespannt, gegen wen. Ja, ich auch, definitiv. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du hier den Aufwand auf dich genommen hast, auch da mit zu kommentieren. Aber ich muss mich bei dir bedanken, dass du ein Turnier veranstaltest, was ja wirklich auch richtig geil ist. Ja, bitteschön, kein Problem. Das macht mir wahrscheinlich genauso Spaß wie euch. Ja, ich bedanke mich dann auch bei euch fürs Zuschauen und verabschiede mich. Ciao, ciao. Ciao.